Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Windschatten, dem Magazin der Tour of Austria, live hier aus der Medienhalle in Hall. Herzlich willkommen auch an unser Live-Publikum hier bei uns. Schön, dass Sie zu Hause wieder eingeschaltet haben auf K19 oder auch bei unseren Printpartnern der Tour of Austria, Tiroler Tageszeitung, Kleine Zeitung, Oberösterreichische Nachrichten online. Fein, dass viele dabei sind, vielleicht gemütlich zu Hause, wenn es draußen schneit, vom Fernseher oder beim Indoor-Training auf der Rolle. Heute gibt es Windschatten für die 5 Radsportteams aus Österreich im internationalen Radsport. Und deswegen begrüßen wir die Teammanager und sportlichen Leiter. Schönen guten Abend, herzlich willkommen der sportliche Leiter des Team Vorarlberg, Werner Salmen. Guten Abend. Schönen guten Abend, sportlicher Leiter KTM Tirol Cycling Team, Gregor Gatzwoder. Guten Abend. In Oberösterreich vom Team Felbermayr Simplon Wels, Rupi Hödelmoser. Schönen guten Abend. Dann die beiden Teammanager Rinkhoff Advarix, Dominik Rinkhoff. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und fein, dass auch aus der Steiermark hoher Besuch da ist, der Teammanager und gleichzeitig auch in Funktion als sportlicher Leiter von WSA KTM Graz, Christoph Ressel. Guten Abend. Ja, spannende Themen heute. In einem Monat ist das Jahr schon zu Ende und deshalb gilt es für uns einmal ein bisschen zurückzublicken auf die vergangene Saison. Wir werden da natürlich auch schon jetzt vorausschauen, was sich 2024 tut. Und eines kann ich jetzt vorweg schon sagen, liebe Zuschauer, da auf der Bühne, da ist schon getuschelt worden, da ist schon gesprochen worden, also ein bisschen Geschichten behind the scenes. Also da ist wirklich viel, viel Interessantes dabei und auch das werden wir heute ein bisschen machen. So hinter die Kulissen der Teams, hinter die Arbeit der sportlichen Leiter blicken. Also eine sehr, sehr interessante Sendung. Fein, dass Sie mit dabei sind und ich habe es angesprochen, wir starten rein in diese tolle Saison mit vielen, vielen Highlights, auch bei uns in Österreich natürlich mit vielen tollen Rennen. Aber starten wir mal, schauen wir mal, was die Teams selber zu sagen haben und wir starten in der Reihenfolge, wie wir auch bei der Tour of Austria gestartet sind, nämlich ganz im Westen unseres Landes und schauen uns jetzt ein paar Bilder von der Saison des Team Vorarlberg an. Wir haben zusammengezählt, Team Vorarlberg, 87 Renntage, davon 10 Siege und da gibt es noch eine ganz lange Statistik, Werner, von dir. Ist aber nicht diese schönen Zahlen, die schöne Statistik, die deutsche Gründlichkeit, weil du hast mir vorhin verraten, du wohnst schon viel zu lange in Vorarlberg, die deutsche Gründlichkeit, die gibt es nicht mehr. Das ist richtig. Ja. Jetzt schauen wir mal eben auf diese 87 Renntage. Ihr wart, würde ich sagen, jetzt allgemein drüber gestreut in der Teamleistung sehr, sehr erfolgreich. Was waren denn so aus deiner Sicht so die Highlights, deine Bilanz 2023? Ja, ich denke, wir sind ganz gut gestartet mit in Rhodos. Leider hat uns der Wettergott einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich denke, sonst wäre das Gesamtergebnis in Rhodos vielleicht noch etwas besser gewesen. Dann Nenzing mit Platz 2, mehr oder weniger beim Vorarlberger UCI-Rennen. Und ja, dann wurde es halt immer besser. Oberösterreich sind wir auch mit Platz 2 im GC nach Hause gefahren. Ziel war dann bei der Österreich-Rundfahrt Top 10. Leider nicht ganz geglückt mit Platz 11, aber dennoch denke ich sehr gut, weil ich glaube, davor waren bis auf ein oder zwei Fahrer nur Vuelta-Fahrer vor uns. Und ja, dann im August natürlich mit der Portugal-Rundfahrt. Letztendlich dann mit dem Sieg in der Bundesliga-Gesamtwertung, denke ich, können wir sehr zufrieden sein. Ja, und vor allem, ihr wart auch jetzt von denen, die hier sitzen, muss man sagen, das erfolgreichste Team in der UCI-Wertung dieser Saison, oder? Das ist richtig, ja. Genau, dann hast du schon kurz angesprochen, Portugal-Rundfahrt, Colin Stüssi, inklusive auch Etappensieg, Etappe 7, glaube ich, war es. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie es da so
rundgegangen ist. Ein paar Bilder haben wir gerade im Einspieler gesehen. Wie war denn diese Portugal-Rundfahrt für euch? Ja, zunächst einmal sehr erfolgreich. aber es war natürlich auch für uns eine Challenge. Es ist ja, glaube ich, wenn ich da richtig liege, die viertlängste Rundfahrt auf der Welt nach den Grand Tours. Und Portugal, ein total verrücktes Radsportland. Allein beim letzten Zeitfahren waren auf einer 12 Kilometer Strecke 300.000 Zuschauer. Heiß war es auch. Gestartet mit 40 Grad, da gab es einen Temperatursturz auf 35, aber es hat trotzdem noch ausgereicht. Inklusive Ruhetag für die Staffs, ja, eine 2,5-Wochen-Tour. Und ja, ich sag jetzt mal, ins gelbe Trikot oder ins lila Trikot, da kann man immer mal in Anführungsstrichen auch mit Glück hineinfahren. Aber dann so ein Trikot 4 Tage zu halten und ins Ziel zu bringen, das ist dann nochmal eine andere Challenge. Aber das haben die Jungs einfach bravourös gemeistert. Also der Blick auf die Tour nächstes Jahr in Portugal wieder mit sehr viel Vorfreude. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, es wird auch im Rennkalender passen, ob es dann letztendlich von den Portugiesen eine Einladung gibt. Das wissen wir aktuell noch nicht, aber da gehe ich einfach mal von aus. Wunderbar. Eingeladen haben wir auch den sportlichen Leiter des KTM Tirol Cycling Team. Gregor, knapp ist geworden, Schneechaos auf der Autobahn. Zum Glück hast du es noch rechtzeitig geschafft. Auch ihr habt eine tolle Saison gehabt und in die Bilder des Tiroler Teams schauen wir jetzt rein. Das KTM Tirol Cycling Team, ja ein reines U23-Team, wie wissen. Gregor, jetzt hat es dieses Jahr noch eine Challenge eigentlich, wenn man so will, dazugegeben. Außer Buschek waren es trotzdem nicht nur junge, sondern auch sehr unerfahrene Fahrer, unter Anführungszeichen im Profisport. Alle im ersten oder zweiten Jahr. War auch diese Saison trotzdem noch eine zusätzliche Herausforderung, oder? Ja, genau. Das stimmt eigentlich. Ich denke, 11 von 14 Fahrern in ihrem ersten oder zweiten Jahr in der Kategorie Elite. Das heißt, ja, sehr unerfahren, sehr jung. Und ja, damit sind wir schon in die Saison eingestiegen. Wir wussten, dass wir ja, realistisch bleiben mussten mit unseren Erwartungen. Aber trotzdem ist ich denke, ziemlich gut gelaufen die Saison. Ja, und vor allem, das war ja nicht die einzige Challenge, sondern beim Giro Next Generation, da hat es ja auch einen Veranstalterwechsel gegeben, oder? Das war ja für euch dann auch kurzfristig, dass ihr dann da dabei seid, wie auch immer. Das ist quasi schon die nächste Challenge dann wieder dahergekommen. Ja, genau. Eigentlich, wir haben ja in der ersten Sendung gehört, wie wichtig es ist, alles ja, heutzutage zu planen, zu wissen, wo man gut drauf sein muss und ja, die Einladung zum Giro Next Gen, heißt es jetzt, eigentlich Giro 23, ist sehr spät eingekommen und ja, diese Zeit war für uns sehr stressig und natürlich waren die Konsequenzen nicht so optimale Verfassung für Österreich-Rundfahrt. Aber wir haben alle davon gelernt, denke ich. Und ja, wir warten schon kaum jetzt auf Ötur, um das zu verbessern alles. Wunderbar, also quasi an Herausforderungen wachsen. Aber um das ganz kurz noch einzuordnen, Giro Next Gen ist jetzt quasi auch der gleiche Veranstalter wie auch bei der Elite beim Giro, oder ist das richtig? Ja, stimmt. Das ist Firma RCS. Die organisieren ganz, ganz viele ja, Profirennen für die Profis. Also unterm Strich, trotz Herausforderungen, eine tolle Saison und vor allem nächstes Jahr dann mit mehr Erfahrung für die Jungen. Angriff.
Ja, stimmt ganz genau. Eigentlich waren wir schon heuer ziemlich gut dabei, besonders mit Marco. Der war ja mehrmals ganz, ganz knapp an Sieg dabei. Und ja, wir haben uns ein bisschen auch verstärkt für die nächste Saison. Und ja, wir warten auf die Saison mit ganz viel Optimismus. Wunderbar, über das werden wir dann noch sprechen. Saison 2024, also Marco Schrettl zum Beispiel eben beim Gran Premio del Mamo ganz knapp auf Rang 2. Schauen wir weiter. Die Tour ist ja dann dieses Jahr vom Westen immer weiter in die österreichische Mitte gerückt und das bringt uns jetzt nach Oberösterreich. Da haben wir zwei Teams und jetzt schauen wir uns mal das Team Felbermayr-Simpson-Wels an. Wir sind ja heute hier, um eine positive Saisonbilanz zu ziehen, aber wir müssen gleich mit einer Nachricht starten, die nicht so positiv ist aus dem Hause Felbermayr-Simplon-Wels. Vergangenes Wochenende Daniel Federspiel-Rubi beim Cyclocross in Oberösterreich gestürzt. Ist, glaube ich, sogar operiert worden. Wie geht es ihm denn jetzt, ein paar Tage nach dem Sturz? Ja, war natürlich sehr unglücklich, die Verletzung von Daniel. Gestern Operation gehabt. Momentan, ja, schauen wir mal, was die Ärzte sagen, wie die Operation dann auch verlaufen ist. Also grundsätzlich ist es einmal gut verlaufen. Wie lange der Heilungsprozess jetzt dauert, ja, werden wir jetzt einmal in den nächsten Tagen sehen. Aber jetzt auf jeden Fall auch hinsichtlich der österreichischen Meisterschaft, Staatsmeisterschaft im Cyclocross am 14. Jänner jetzt für uns nicht optimal. Da haben wir natürlich mit dem Daniel ja, ein heißes Eisen im Team gehabt. Aber ja, hilft nicht, muss man nehmen, wie es kommt. Aber natürlich schade für uns. Ja, als ehemaliger Mountainbike-Eliminator-Weltmeister. Ich bin mir sicher, er sitzt im Krankenhausbett mit dem Laptop und schaut uns zu. Lieber Feder, alles, alles Gute auf diesem Wege und ganz, ganz gute und schnelle Besserung. Wir freuen uns schon, dich wieder bald am Sattel zu sehen. Aber kommen wir zu den positiven Geschichten, Rupi. Ich glaube, wenn man bei euch jetzt ein Highlight rausnehmen müsste aus dieser Saison, ganz sicher drei UCI-Siege von eurem tschechischen Fahrer Michael Kukrele, oder? Ja, absolut. Also wir sind in die Saison gestartet mit der Zielsetzung, Rennen zu gewinnen, UCI-Rennen zu gewinnen. Im Endeffekt ist uns dann gleich bei drei gelungen. Wobei man dazu sagen muss, zur Mitte der Saison sind wir doch ein bisschen nervös geworden, haben wir es drauf, können wir es. Und dann sage ich mal, ab zweite Saisonhälfte sind wir in den Flow, in den sogenannten Reinkommen. Und das hat halt dann wirklich richtig gut funktioniert. Kuckele Michael, wie gesagt, hat an einem Wochenende gleich zwei Rennen gewonnen. Beide waren in Polen. Das war wirklich eine grandiose Leistung. Und dann wenig später quasi nur beim Giro del Friuli auch noch eine Etappe gewonnen. Und ja, das war schon sehr gut. Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, der Emanuel Zangerle, der das Bundesliga-Rennen im Erlauftal gewonnen hat nach der Österreich-Rundfahrt. Sagen wir mal, da sind wir dann einfach echt in den sogenannten Flow reingekommen. Ja, über diesen Flow, nicht nur in euren Team, sondern generell auch in Österreich bei den Rennen, werden wir dann später noch sprechen. Eben Tour of Austria, die Cycling League und Oberösterreich-Rundfahrt, die großen Rennen bei uns, die werden wir dann noch im Detail ein bisschen behandeln. Aber wir haben es vorhin schon auch bei den Tirolern kurz angeschnitten, nicht so einfach. Auch bei euch war das gar nicht so einfach, der Start in die Saison, oder? Ihr seid neu strukturiert worden, also das war trotzdem auch eine Challenge. Es war auch deine erste Saison in diesem Team als sportlicher Leiter, bist du von Deutschland zurück nach Österreich gekommen. Wie habt ihr das aber dann so gut hinbekommen? Naja, also wie gesagt, du hast das ja gerade gesagt, für mich war es jetzt die erste Saison im Team Felbermayr-Simplon-Wels. Und ja, wie halt so oft, wenn man in eine neue Struktur reinkommt und dann haben wir doch viele Neuverpflichtungen gehabt, vom Jahr 2022 auf 2023. Und da braucht es einfach einmal ein bisschen, bis ja, das Team zusammenfindet, bis natürlich auch die Athleten verstehen, okay,
was meint der sportliche Leiter zu den dementsprechenden Taktiken. Zusätzlich haben wir dann auch bei der Rundfahrt Flash des Süd ein bisschen ein Pech gehabt, da wieder mit Michael Kuckerle, der wirklich gut gelegen ist. Das hat halt einfach einmal alles zusammenfinden müssen, bis es funktioniert. Bei der Tour of Austria waren wir dann schon eigentlich sehr zufrieden. 4 von 5 Etappen in der Spitzengruppe dabei, auf der letzten, das einzige Conti-Team, das es geschafft hat, mit 3 Fahrern dann im unmittelbaren Finale dabei zum sein. Das hat mir als sportlicher Leiter gezeigt, okay, das Kollektiv oder die Leistung in der Mannschaft ist gut. Und das haben wir natürlich dann auch dementsprechend den Fahrern vermittelt. Das hat natürlich Selbstvertrauen gegeben und somit, glaube ich, sind wir dann in den Flow hineingekommen. Der Flow und das Sportliche ist ja das eine, aber trotzdem auch dieser Spirit, weil man hat ja das Gefühl, wenn man euch jetzt erlebt oder auch die Fahrer untereinander, das ist extrem locker, das sind alle fast so ein bisschen Buddies. Liegt es daran, dass die Charaktere so sind oder habt ihr da irgendwie Teambuilding-Maßnahmen vorgenommen da nach der Umstrukturierung? Ich sage mal beides. Also auf jeden Fall, die Fahrer sind super Charaktere, absolut. Jeder hat so seinen eigenen Schmäh. Aber natürlich auch in der Vorbereitung auf die Saison haben wir Teambuildings gemacht. Wir haben einen eigenen Mentaltrainer im Team, der da sehr engagiert ist, mit Pichler Helmut. Und ja, das hat halt einfach alles zusammenpasst. Die Fahrer verstehen sich. Wie wir wirklich sagen, das ist sehr positiv zu sehen aus Sicht des sportlichen Leiters, dass das Team da so gut miteinander funktioniert. Ja, also viel gelacht worden im Team Felbermayr, Simpl und Wels. Und viel zu lachen hatte auch das zweite Conti-Team aus Oberösterreich, nämlich das Team Rinkhoff-Advarix. Ja, wirklich viel zu lachen gehabt. Wir haben es gerade im letzten Bild gesehen, wahrscheinlich, Dominik, das große Highlight, oder? Glocknerkönig Jonas Raab Tour of Austria 2023. Ja, war natürlich gewaltig für uns. Also das hat auch medial extrem Wellen geschlagen. Und ja, war eine super Geschichte. Ich habe es im Fernsehen angeschaut. Und ja, es war einfach, er ist dann weggefahren, hat das Solo gewonnen. Und ja, war echt schön zum Anschauen. Also ganz ein großer Erfolg. Ja, nicht nur bei der Tour of Austria generell, sondern auch bei den heimischen Rennen überall, muss man sagen, richtig stark. Auch die Cycling League gewonnen. Über das werden wir, wie gesagt, später dann noch im Detail ein bisschen sprechen, über die großen Rennen in Österreich. Aber verlassen wir mal unser schönes Land. Schauen wir dann auf die Saison im Ausland. Wie ist es euch denn da so gegangen? Ja, es hat eigentlich schon recht gut angefangen mit dem Podestplatz von Stefan Kober bei der Tour of Taiwan. Ein Podestplatz beim Giro del Friuli. Ja, eigentlich ein paar international wirklich sehr gute Erfolge und ganz zum Schluss noch bei der Kroatien-Rundfahrt mit dem Gewinn vom Bergtrikot. Das ist uns so richtig abgerundet und es war ja eine sehr erfolgreiche Saison im In- und im Ausland. Wie ist dann gefeiert worden nach so einer erfolgreichen Saison? Ja, und nach der Saison ist vor der Saison, da wird wieder gearbeitet, da muss man dann schauen, dass man das Team wieder zusammenstellt, dass man es auch finanziell auf, das Team wieder finanziell aufstellt und da ist für uns genug zum da, ja, und die Fahrer mal ein wenig Pause. Genau. Viele bergstarke Fahrer bei euch und nächstes Jahr werdet ihr durch einen weiteren, auch doch bekannten Namen aus Österreich verstärkt, aber das reden wir dann später noch ein bisschen. Aber schauen wir dann mal ein bisschen weiter bei uns in Österreich zum last but not least roten Team aus der Steiermark, WSA KTM Graz. We'll be right back.
Christoph, bei euch die Saison auch sehr, sehr gut gewesen. Wenn wir jetzt schauen, zum Beispiel im Bergfahren den Meistertitel geholt mit Maximilian Kabas. Was war denn für dich aus deiner Sicht so das Highlight der Saison 2023? Ja, wenn ich so die Bilder ansehe, dann haben wir doch einige Highlights im heurigen Jahr hinter uns. Sicher ein Höhepunkt, der dritte Platz in der Gesamtwertung bei der Oberösterreich Radrundfahrt durch den Martin Messner, der heuer richtig gezeigt hat, dass er sehr, sehr stark am Berg ist und seine Form einmal so richtig ausspielen konnte. Hat davor schon in Slowenien bei einem UCI-Rennen einmal ganz knapp am Sieg gekratzt, ist Zweiter geworden. Und dann bei der Tour of Austria haben wir im Grunde alles auf den Martin Messner gesetzt für die Gesamtwertung und gut beschützt durch seine Kollegen, die auch immer auch bei den Ausreißversuchen Bergtrikot geholt haben an den ersten beiden Tagen. Und wir waren im Grunde an fünf Tagen immer am Podest vertreten, hat der Martin dann auf der Glocken-Etappe das Trikot des besten Österreichers angezogen und dann bis ins Finale nicht mehr ausgezogen. Und das war sicher emotional ein Riesen-Highlight für das ganze Team, weil Tour of Austria, das ist das wichtigste Event für uns im Jahr. Und wenn man da gut abschneidet, dann ist es fürs Team gut, für die Sponsoren gut, für den Staff gut, für die Eltern, die dabei waren. Wir haben dann im Ziel noch eine Riesenparty gemacht mit über 30 Teilnehmern und das Gasthaus dort gerockt. Am Sonntagberg, es war sensationell. Da wirst du uns, glaube ich, später noch ein paar Anekdoten darüber erzählen, wenn wir über die Tour of Austria sprechen, aber nicht natürlich nur für euch und die Sponsoren gut, sondern für uns als Radsportfans alle, wenn österreichische Teams bei der heimischen Rundfahrt gut performen. Aber nicht nur die heimische Rundfahrt dieses Jahr war für euch ein Highlight, sondern ich glaube, ihr habt auch den ersten UCI-Rundfahrtsieg nach über 20 Jahren dieses Jahr wieder mal geschafft, oder? Den hat auch der Martin Messner eingefahren, und zwar bei der Siebenbürgen-Rundfahrt in Rumänien, der Tour of Säckerland. Und das ist tatsächlich schon die Unica Classic 2001, ist unser letzter UCI-Rundfahrtsieg gewesen. Dazwischen hat es einmal bei der Friedensfahrt in Oberösterreich einen Gesamtsieg gegeben auf der Hutterer Höst durch den Australier. Wer kann aushelfen? Cameron? Nein, folgt mir. Egal. Paul Craig ist 2004 auf der Hutterer Höhe oder die Rundfahrt gewonnen. Und ja, war natürlich auch ein sensationelles Ergebnis und Ereignis für uns in Rumänien bei diesem Rundfahrtsieg. Seid ihr verziehen, dass dir das nicht einfällt. Wer so lange in der Funktion in dem Geschäft ist, der kann nicht jede Jahreszahl und jeden Namen wissen. Also durchaus eine positive Bilanz hier bei uns am Podium. Aber wir haben heute auch einen ganz besonderen Mann im Publikum sitzen, weil jetzt haben wir ja, die Bilanz durch die Teambrille gesehen. Jetzt wollen wir das mal ein bisschen verallgemeinern. Freut uns ganz besonders, dass er heute hier bei uns im Publikum sitzt. Das ist der Generalsekretär des österreichischen Radsportverbands, Florian König. Flo, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Also, jetzt haben wir es von den fünf Conti-Teams gehört, wie sie diese Saison 2023 bilanzieren. Wie bilanzierst denn du das aus neutraler Sicht? Ja, wir vom österreichischen Radsportverband können natürlich nur sehr, sehr positiv bilanzieren. Man muss sich vorstellen, die Kaderathletinnen haben heuer 50 Medaillen bei Großevents eingefahren und das ist, glaube ich, schon eine sehr beachtliche Leistung. Aber auch abgesehen von den Medaillen, die eingefahren worden sind, Walli Höll, Andy Kolb, Weltcupsieger im Downhill, wir haben Radballer, die sind erst am letzten Wochenende Gesamtweltcupsieger geworden. Im Parabereich mit der Svetlana, auch die ist Gesamtweltcupsiegerin geworden, also wir spielen da in allen Sparten eigentlich in der Weltspitze mit und das erfüllt uns schon mit sehr großem Stolz. Weil du es schon angesprochen hast, Para, Stichwort Tom Frühwirth, Stichwort Felix Gall. Also nicht nur hier bei uns jetzt bei den österreichischen Conti-Teams sehr erfolgreich, sondern auch, und das ist wirklich eine schöne Wertschätzung, eine schöne Geschichte, dass auch Sportler des Jahres, Aufsteiger des Jahres, Sportler des Jahres mit Behinderung kommen alle aus dem Radsport in einem so Wintersport- und fußballdominierten Land wie Österreich. Ist natürlich hervorragend. Also wenn unsere Athletinnen dann auch noch die Wertschätzung von der breiten Öffentlichkeit bekommen, du hast es angesprochen, Tom Frühwirth, Parasportler, Felix Gahl, Sportler des Jahres, Aufsteiger des Jahres, da waren dann auch noch die Mona Mitterwalner und die Walli Höll nominiert. Das ist schon sehr Weltklasse.
Wunderbar. Schön, dass du da bist. Wir werden später noch ein bisschen sprechen. Aber, meine Herren, zum Abschluss dieser Bilanzrunde vielleicht noch an jeden ganz schnell die Frage. Mach mal einen Strich drunter. Saison 2023. Welche Schlagzeile sollte über euer Team nach dieser Saison stehen? Welche Headline? Jetzt fangen wir bei dir an, Christoph. Ja, die Jungen ganz oben, würde ich sagen. Wir sind ein sehr junges Team gewesen im heutigen Jahr, sehr stark dezimiert auf 7 Fahrer und die Schlagzeile gehört uns. Dominik. Team Renko Fit Works gewinnt Radliga und wird Glocknerkönig. Alles zusammengefasst. Ruppi? Mit Leidenschaft, Kampfgeist, Teamgeist. Auf in die Zukunft. Alles klar. Gregor, wie würde eure Schlagzeile nach dieser Saison 2023 lauten? Ziemlich einfach eigentlich. Für uns ist immer Ride with Passion und egal, unerfahren, jung oder mit ein bisschen mehr Erfahrung gilt immer das Gleiche. Und der Werner schaut schon so, jetzt bin ich gespannt, welcher lyrische Augusta jetzt auf uns zukommt. Bilanz 2023 Team Vorarlberg? Nur der Mutige macht das Richtige. Alles klar. Also, so die Saisonbilanz der 5 österreichischen Teams im internationalen Radsport. Und wir haben schon ein bisschen angeschnitten. Wir haben auch in Österreich sehr, sehr große Radfeste gefeiert, tolle Rennen. Und über die im Detail reden wir gleich nach einer ganz, ganz kurzen Werbepause. Sportland Österreich. Über die Personalien haben wir schon gesprochen. Jetzt schauen wir auf die großen Rennen bei uns im Land und damit herzlich willkommen zurück bei Windschatten, dem Magazin der Tour of Austria. Und das ist eigentlich schon das große Stichwort. Heuer dieses Jahr 2 UCI-Etappenrennen und auch ein Eintagesrennen mit dem Grand Prix Vorarlberg. Aber natürlich das große Flaggschiff dieses Jahr, das große Highlight, die Tour of Austria. Und ich glaube für uns alle, für Radsport Österreich, das größte Highlight der Saison generell und vor allem auch eine Premiere, ich glaube weltweit, dass nämlich die 5 heimischen Teams, so wie sie hier sitzen, die auf der Straße sich bekämpfen, dann gemeinsam so eine große Rundfahrt wieder neu aufleben lassen. Und ein Mann, der hat im Vorfeld gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass wir uns nicht zu gern haben, weil irgendwo sind wir auch noch Gegner. Und das ist der Tourdirektor und auch Teammanager vom KTM Tirol Cycling Team, Thomas Pupp. Schönen guten Abend, Tom. Fein, dass auch du heute wieder mit dabei bist und mit mir deinen Platz getauscht hast. Gerne. Du machst das hervorragend. Danke. Genau deswegen habe ich noch gefragt. Na, Tom, jetzt kommen wir zurück. Tour of Austria, wirklich ein absolutes Highlight. Wir waren alle dabei. Es war großartig. Es ist nicht nur bei uns allen im Team gut angekommen, sondern auch bei den World Tour Teams. Es hat ja auch während der Tour Besprechungen gegeben und die haben alle geschwärmt. Wie stolz ist man und mit wie viel breiter Brust und Vorfreude seid ihr jetzt schon in der Vorbereitung für 2024?
Die breite Brust ist vielleicht auf die erhöhte Kalorienzufuhr zurückzuführen. Die wird immer breiter. Nein, wir können zu Recht stolz sein. Und du hast es angeschnitten, es ist wirklich im internationalen Radsport ein absolutes Novum, dass sich Teams zusammengeschlossen haben, um ihre heimische Rundfahrt neu aufzustellen. Wir haben das immer gesagt, wir sind auf einer Woge der Begeisterung von Vorarlberg bis Niederösterreich geradelt und haben von allen Seiten, von unseren Partnern, von den Regionen, vor allem auch von den teilnehmenden Teams wirklich nur die besten Noten ausgestellt bekommen. Darauf sind wir stolz, aber das ist auch Ansporn, noch besser zu werden. Wir haben ein paar kleine Kinderkrankheiten entdeckt, die wollen wir ausmerzen mit unseren medizinischen Mitteln. Wir sind auf jeden Fall hoch motiviert und stecken mitten in den Vorbereitungen für 2024. Wunderbar, über das werden wir dann später noch ein bisschen sprechen. Ganz kurz noch, wenn wir jetzt da sitzen, zwei Teammanager, wie gern habt ihr jetzt euch untereinander oder wie sehr seid ihr noch Gegner? Eigentlich haben wir uns brutal gerne. Ich habe jetzt nur dem Christoph Resel zugehört, dass es da offenbar eine große Party gegeben habe in Niederösterreich. Wir waren nicht eingeladen. Also so viel zu der Freundschaft, die wir vorher besiegelt haben. Aber da waren wir nicht eingeladen, an dem müssen wir arbeiten. Also das würde man schon erwarten. Sie haben immer viel Bier mit, da haben wir auch nichts abbekommen. Also da besteht gewisser Verbesserungsbedarf, aber sonst haben wir uns gern. Ich glaube, das ist wichtig. Wir können nur gemeinsam unseren Sport voranbringen. Florian König hat es gesagt, es ist unglaublich, dass der Radsportverband der erfolgreichste Sommersportverband in Österreich ist. Und ich glaube, das ist nicht so vermessen zu sagen, irgendwann einmal werden wir auch die Skifahrer überholen. Es gibt wesentlich mehr Radlfahrer als Skifahrer und an dem müssen wir arbeiten. Und noch einmal, hochmotiviert. Wunderbar, das ist eine Ansage und die schönsten Bilder der Tour of Austria 2023, die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Da zieht es uns allen ein Lächeln auf, wenn wir diese Bilder noch einmal sehen von der Tour of Austria 2023. Ganz zum Schluss im Bild der Gesamtsieger aus Ecuador, Jonathan Narváez vom Team Ineos Grenadiers. Und Tom Pupp hat es gerade angesprochen, es wurde gefeiert, der Christoph hat selber schon angesprochen. Aber Christoph, ihr hattet wirklich allen Grund zum Feiern, du hast es vorhin schon angeschnitten. Martin Messner, bester Österreicher, wirklich jeden Tag super stark vorne mit dabei bei den World Tour Teams. Ich glaube, das war eine Tour, bei der man sich dann als steirisches Team wünscht, ein bisschen mehr in die Steiermark fahren nächstes Jahr, oder? Von den Etappen. Ja, grundsätzlich haben wir das Thema gehabt im heurigen Jahr, dass wir 5 Etappen ausrichten wollten und man kann nicht alle 9 Bundesländer abfahren oder kaum, sagen wir mal, da wären die Etappen sehr lang. Und für uns als Steirer ist es natürlich immer ein großes Ziel, dass eine Etappe auch oder ein Etappenort in der Steiermark platziert wird. Und ohne zu viel zu verraten, wir arbeiten daran, dass es nächstes Jahr einen Etappenort in der Steiermark geben wird. Genau das wollte ich hören, dass wir ein bisschen rauskitzeln, wo wir nächstes Jahr unterwegs sind, weil ich glaube, das ist auch für Sie zu Hause relevant. Wo können wir denn hin nächstes Jahr bei der Tour of Austria? Vielleicht verratet uns ja der Tom Pupp dann später noch ein bisschen mehr. Aber nicht nur Martin Messner, gesamtmannschaftlich muss man sagen, stark gewesen bei der Österreich-Rundfahrt. Was mir persönlich auch hängen geblieben ist, ich glaube, das war Etappe Nummer 2 von St. Anton am Arlberg nach Innsbruck. Auch Maxi Cabas mit einer sehr, sehr beherzten Fahrt alleine ausgerissen vorneweg, oder? Also kann man schon richtig stolz sein auf die Jungs. Ja, wir sind an dem Tag mit dem Bergtrikot gestartet, das Dinos Kempe hat es an dem Tag getragen und das Ziel war, weil er nicht die beste Verfassung hatte nach einem Schlüsselbeinbruch, dass wir mit einem Angriff versuchen, das Trikot auf den Maximilian Cabas zu übertragen und wir hätten es auch geschafft, wären nicht die Kategorien während des Rennens geändert worden von den Bergwertungen und er hat dann im Grunde 2 Punkte weniger gehabt mit den
Bergpunkten als der Stinos Kempe, der ist im Bergtrikot geblieben. Aber bei der Siegerehrung hat ihm der Stinos dann das Bergtrikot überreicht, symbolisch. Sehr, sehr schöne Geste, auch untereinander. Also der Spirit ist da und gefeiert ist auch worden, aber das lassen wir jetzt mal weg, weil sonst bekommen wir Probleme mit dem Tom Bub. Gefeiert worden ist aber auch gleich bei der ersten Etappe, nämlich Dornbirn von ganz, ganz vielen Fans. Werner, was sich da abgespielt hat bei euch in Vorarlberg, das war schon richtig großes Kino, nicht nur in Dornbirn, sondern auch auf der Strecke, was wir da Bilder erlebt haben. Ihr wart ja draußen auf der Strecke, habt ihr es gesehen, bengalische Feuer und so weiter. Also die Radsportbegeisterung in Vorarlberg, die ist sensationell. Ja, das denke ich auch. Wenn ich so zurückdenke, 2019, Feldkirch-Etappe, glaube ich, auch im Vorarlberg, hat mich damals schon wirklich umgehauen. Dies Jahr fand ich, war, glaube ich, noch mal ein Stück besser vom Publikum, auch von den Mengen her und vom Enthusiasmus. Und ja, ich war selbst überrascht, weil wenn man dann nach der Etappe in den Zielbereich einfährt und Tausende von Zuschauern klopfen seitlich auf diese Bandenwerbung, es macht ein mega Geräusch und ja, es war eine wirklich tolle Etappe, ja. Tolle Etappe und auch unterm Strich tolle Teamleistung von eurem Team Vorarlberg auf dieser Tour of Austria, oder? Doch, ich denke auch, wie gesagt, wir sind mit dem Ziel auf die Rundfahrt gegangen oder in die Rundfahrt gegangen, Top 10 zu fahren und ja, jeder weiß, wenn man nur Gegner aus der World Tour hat, dann kann man auch nicht jeden Tag die Kohlen ins Feuer werfen mit sämtlichen anderen Fahrern. Deshalb wollten wir da am Anfang ein bisschen haushalten und wenig haushalten mit unseren Kräften. Wir wollten natürlich schon auf der Vorarlberger Etappe jemanden in die Fluchtgruppe setzen. Ja, das ist uns nicht gelungen. An so einem Tag, da wollen 40 Mann in die Gruppe. Da ist Casino und Radsport ist auch kein Wunschkonzert. Und wir sind doch nicht bei der Sendung Wünsch dir was. Da muss man dann einfach mit leben und das auch dann sportlich akzeptieren, dass es an dem Tag einfach nicht funktioniert hat. Ja, und wir haben zwar jemanden dann im Finale Top 10 gehabt, mit dem Lukas Rüg als Achten, meine ich. Und einen Tag später in Innsbruck auch nochmal Top 10. Stüssi war auch nochmal Top 10 und Gesamt-GC hat es halt um einen Platz nicht geklappt. Ich denke, wir müssen da schon zufrieden sein. Wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, und jetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken, jetzt habe ich auch über dich ein bisschen in Erfahrung gebracht, unter anderem von einem ehemaligen Schützling von dir, Max Kuhn. Liebe Grüße an dieser Stelle, dass du auch einer bist, der auch gerne mal gegen den Strom schwimmt mit der Taktik. Wie schaut es dann aus, wenn ein Werner Salmen so die Taktik umdreht und gegen den Strom schwimmt? Ich weiß jetzt nicht, wie er das genau gemünzt hat. Wir gehen schon aus der Besprechung raus und haben einen Plan. Es gibt auch noch einen Plan B. Sicherlich muss man dann vielleicht mal sagen, okay, jetzt gehen wir auf Plan B. Aber sollten wir vielleicht den Max mal anrufen, der kann uns ja vielleicht etwas bessere Auskunft geben. Grundsätzlich gehen wir einen Plan an und versuchen, den auch umzusetzen. Okay, wunderbar. Dann schauen wir gleich weiter zum Sitznachbar und auch Bundeslandnachbar. Gregor, du warst ja selbst als aktiver Fahrer auch bei der Österreich-Rundfahrt schon am Start, jetzt als sportlicher Leiter. Du kennst also beide Seiten. Wer von deinen Jungs hat dich denn in dieser Woche bei diesen 5 Etappen am meisten überzeugt? Ja, stimmt. Ich war als Fahrer und jetzt auch ein paar Mal als sportlicher Leiter dabei. Und ja, ich sag's immer zum Jungs, das war früher schon so und ist noch immer so geblieben. Das ist eine von schönsten Rundfahrten der Welt. Am meisten überzeugt natürlich wahrscheinlich Alex Hayek, der aber leider bei der, denke ich, vorletzten Etappe ziemlich schwer gestürzt ist. Und dann ja auch reale Möglichkeiten für Top 10 oder 15 insgesamt verloren. Aber wie ich schon gesagt habe, wir waren extrem jung und die Jungs waren alle ein bisschen müde. Kurz vor der Rundfahrt ist einer von den stärksten Fahrern von uns, Sebastian Putz, gestürzt. Konnte gar nicht starten und kurz davor hatten wir ja extrem enges Programm mit Karpatenrundfahrt. Dann waren wir in Belgien bei Flèche Ardennaise. Und dann gleich Oberösterreichfahrt
Giro Next Gen und ja, die Jungs waren halt müde und wir haben aber gekämpft, so gut wie wir könnten, sozusagen. Alles super gekämpft und für einen hat es sich besonders ausgezahlt. Du hast ihn gerade angesprochen, Alex Hayek, über den werden wir dann später noch ein bisschen sprechen. Auf dem wartet nächste Saison Großes. Ganz Großes hat ein Mann in Grün erreicht. Wir haben vorhin schon kurz angeschnitten. Es ist zwar ein Deutscher gewesen, der dieses Jahr Glockner König geworden ist, aber wir haben uns alle sehr, sehr mitgefreut, weil es einer aus einem österreichischen Team war, Jonas Rapp, nämlich Rinkhof Advarix. Dominik. Ja, der Jonas fährt jetzt, also heuer war die sechste Saison vom Jonas bei uns im Team, also schon fast ein wenig Österreicher. Und ja, glaube ich, war ihm zum Gönnen, hat er eine schwierige Zeit gehabt. Das Jahr davor eine blöde Verletzung, was ihn eigentlich mit dem Training lang behindert hat. Es sind ein paar Sachen nicht so aufgegangen im Frühjahr, wie was er sich vorgestellt hat. Und dann war das natürlich ja super, dass es ihm gelungen ist. Und ja, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig für den Jonas. Und das hat ihm dann auch, ja, hat ihm dann auch was gegeben für die Rest der Saison. Zweiter dann knapp in der Bergwertung gesamt geworden. Aber wenn man auf den Glockner rauf fährt, dann muss man auch runterfahren. Für gute Abfahrer ein Spaß am Rad, für euch wahrscheinlich im Teamfahrzeug eine ganz spezielle Herausforderung, oder? Also wenn man da im Teamfahrzeug sitzt, vorne vielleicht ja, eine Ausreißergruppe, da ist man irgendwie hinter dem Team und da rauschen die da hinten mit richtig hohen Geschwindigkeiten an. Also Rupi, ich glaube, man kommt mit dem Auto den Fahrern, so wie Glockner runter, gar nicht hinterher, oder? Keine Chance. Also so Abfahrt wie der Großglockner ist, sage ich mal, wirklich eine von den Abfahrten, die schwierig sind, um den Fahrer nachzukommen. Unten aus geht es wieder, weil da kann man halt richtig Gas geben mit dem Auto. Aber ja, wenn viele Kurven drinnen sind, die Straßen eng wird, dann sage ich mal, sind die Radfahrer halt wirklich schneller. Ja, und wer von Ihnen die Dokumentation auf Netflix von der Tour de France gesehen hat, der hat vielleicht schon ein bisschen Einblicke bekommen, wie es dazugeht in den Teamfahrzeugen bei den sportlichen Leitern. Über das wollen wir jetzt ein bisschen schauen, wenn wir euch dann schon da sitzen haben. Und wir haben nämlich auch ein Video von der Tour of Austria bekommen von Rinkhof Advarix und da schauen wir jetzt mal rein aus dem Teamfahrzeug. Ja, good job, Sieger. When you win the next, is it also? It's enough. Okay. When you win the next KOM, the guy... I don't hear the tire in the radio. Yeah. When you win the next KOM, the guy from VSR didn't get second, then you have the jersey. Okay. You need... Give me one jet so I can push. Yeah. Okay. Also das hätten Sie zu Hause jetzt ein bisschen mitverfolgen sollen, was da geredet worden ist, schlecht angesetzt und dann gleich viel zu lange gehalten. Gut, das ewige Thema, aber da haben wir Giga Horvath gesehen, Dominik, erste Etappe war das von der Tour of Austria und da ist es im Gespräch darum gegangen, ihm ist gesagt worden, wenn du die nächste KOM, die nächste Bergwertung gewinnst und der Fahrer vom WSA schlechter als Zweiter wird, dann hast du das Trikot. Jetzt haben wir gerade gehört, das Trikot ist aber an die Grazer gegangen. Nicht ganz aufgegangen, der Plan. Nein, der Plan ist nicht aufgegangen, aber es ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass man die Fahrer informiert. Es gibt verschiedene Punkte. Oft bringt man das in der Hitze vom Gefecht ein wenig durcheinander. Darum ist es ganz wichtig, wenn der zurückkommt, dass man ihm Infos gibt. In dem Fall war das der Andreas Hofer, supersportlicher Leiter. Und ja, der hat da mitgedacht, hat ihm das gesagt. Ja, aber... der Christoph hat sich dann gefreut ums Bergtrikot. Und ja, die haben auch mitgedacht, die haben sie ihm auch gesagt. Jetzt ist es so, wir haben am Video gesehen, das waren 58 km/h. So, das ist einmal prinzipiell schnell für einen Hobbyfahrer wie mich, für alle anderen, die mit dem nicht als tägliches Geschäft zu tun haben. Jetzt war es im Video, gerade in dem Moment, wo da am Fenster besprochen worden ist, Trinkflaschen, Gel rausgegeben worden ist, gerade eine schöne Straße, aber das ist nicht immer so. Also das ist vor allem, wenn man da auch im Feld fährt, eine sehr, sehr anspruchsvolle Geschichte. Werner, vielleicht, ich glaube, da gibt es auch immer wieder so ein bisschen Fahrtechnik, Training und so weiter, weil da gibt es schon oft haarige Situationen. Sehen wir auch bei Fernsehübertragungen in Rennen, das ist gar nicht so einfach. Nein, das ist schon eine recht schwierige Baustelle und
Das ist ja auch der Grund, warum zu, sag jetzt mal, 98% der sportliche Leiter, der das Auto fährt, meistens auch aus dem Rennsport kommt. Weil der weiß genau, wie sich die Radfahrer bewegen. Und der weiß auch ganz genau, wie er das Fahrzeug in welchem Bereich einlenken kann, wo er nicht einlenken kann. Und ja, ängstliche Beifahrer, die schnell mitbremsen, die braucht man auch nicht. Ne? Wie hektisch geht es dann oft zu in seinem Teamfahrzeug im Feld während einem Rennen? Ja, hektisch ist es immer. Aber je älter man wird, desto ruhiger wird man auch. Und weiß, dass wenn mal Platz ist und ich kann nach vorne fahren, dass ich relativ schnell auch mal den Zeitrückstand im Vergleich zu den Rennfahrern gut fahren kann. Also manchmal ist da besser mal angesagt, man wartet mal 30 Sekunden und nimmt sich dann die Zeit oder geht aufs Gas, wenn der Platz auch da ist. Aber nicht umsonst passieren ausreichend und genügend Auffahrunfälle und Unfälle im Peloton, ja. Okay, und du hast mir gerade gesagt, während der Clip gelaufen ist, das Rätsel wollen wir jetzt noch lösen, dir ist gerade eingefallen, was der Max Kuhn gemeint hat mit, du schwimmst mit der Taktik. Ja, eingefallen will ich jetzt nicht sagen, aber ich vermute, ich glaube, was er meint, ist, dass ich gerne mal weg von der normalen Taktik gehe. Es wird besprochen, ja, vor 2 Jahren war das so und letztes Jahr ist das Rennen hier so gelaufen und vor 3 Jahren war es genauso. Da ist aber genau der Punkt, wo ich dann auch mal so einen Überraschungseffekt reinbringen möchte. Das geht natürlich auch nur, wenn die Rennfahrer drauf nicken, weil ich kann jetzt nicht sagen, wir fahren bei Kilometer 10, wenn bei denen die Batterie nur bis Kilometer 80 reicht. Ja, aber wenn die Rennfahrer dem zustimmen, dann versuchen wir auch mal andere Sachen zu machen und das ist das, was ich vorhin meinte, nur der Mutige macht das Richtige. Aber wie gesagt, da muss alles passen und da muss auch jeder Rennfahrer sagen, okay, wir gehen das Risiko, dann machen wir das auch mal. Das geht natürlich nicht immer. Ich sage immer, man darf aber nie ausrechenbar sein. Deshalb muss man auch mal sagen können, okay, heute haben wir vergeigt und beim nächsten Rennen wissen die anderen wieder nicht, was wir machen. Also man muss auch mal sagen können, okay, wir pokern. Deshalb sage ich immer, Radsport ist eine Mischung aus Schach und Poker. Okay, also kurzer Ausflug in die Taktik von Werner Salmen. Und im Auto sitzt ja nicht nur ihr, sondern da sitzen auch andere, zum Beispiel Mechaniker. Ruppi, wer ist denn aller mit an Bord bei so einem Etappenrennen zum Beispiel? Naja, üblicherweise eben ihr sportlicher Leiter, der immer das Auto fährt. Und hinten rechts sitzt dann immer der Mechaniker. Direkt hinter mir sind die Laufräder und Werkzeug, das der Mechaniker braucht. Und der rechte Platz als Beifahrer ist halt, sage ich mal, der freie Platz, wo halt dann oft einmal ein Sponsor mitfährt oder einmal ein Fan, so wie auf der 3. Etappe, glaube ich, ist gewesen, heuer bei der Tour of Austria, da haben wir mal ein Gewinnspiel gemacht, wo wir ihm den Platz verlost haben. Da haben wir dann quasi einen Fan dabei gehabt, der ihm die ganze Etappe mit uns begleitet hat. Ich glaube, es war ein ganz spannendes Erlebnis für ihn. Das war übrigens eine durchaus spannende Etappe, wie gesagt, sehr schnell gewesen. Und ja, und da wechselt man dann mal durch. Und dann sitzt halt einmal keiner auf dem Beifahrersitz und wie es mal passt. Richtig harte Hund, um es auf gut Österreichisch zu sagen, sind die Mechaniker, wir sehen es gerade ein bisschen eingeblendet, das Bild, also auch während der Fahrt wird da sich rausgelehnt, oft irgendwas bei der Schaltung oder am Bike irgendwas gearbeitet. Ich habe auch schon Geschichten gehört, dass einmal sich auch Mechaniker hinten, weil hinten sitzen wie es mei, ist es nicht ganz ohne, dass sich die auch übergeben haben schon, also bei schnellen Abfahrten, also da ist wirklich auch nicht nur im Feld, sondern auch im Fahrzeug viel, viel Action geboten. Wichtig ist, Gregor, aber auch, nicht nur, was im Fahrzeug passiert, sondern was man auch im Vorfeld in das Fahrzeug packt. Bei euch ist nämlich mal eine Geschichte passiert an einem Tag, wo Regen oder Schnee angesagt war. Bei einem Rennen habt ihr nicht wirklich das richtige Equipment, das richtige Gewand im Fahrzeug für eure Fahrer gehabt. Ja, stimmt, wie ich gesagt habe, da sind ganz viele Jungs ganz unerfahren bei uns. Und obwohl wir ja, zahlreiche Besprechungen haben, es war bei der 2. Etappe von Tour of the Alps. Damals hatten wir einen Fahrer, Zerdun, also wir reden hier 50 Kilo mit Fahrer zusammen. Und ja, ich habe ihm extra gesagt, pack etwas ein. Ich denke, wir sind über Open Pass gefahren, da war Schnee oben. Und ja, kurz vor dem Abfahrt kommt er zum Auto und fragt nach Bekleidung nach. Und ja, alle Jungs haben im Auto auch Regentaschen mit Regenjacken, warme Handschuhe, was immer. Alles, was er hatte, waren Ersatzradschuhe.
und Sonnenbrille. Und ja, dann ist es ein bisschen schwieriger, was Warmes anzusehen. Und, aber ja, gibt's ganz, ganz viele ähnliche Geschichten. Wunderbar, also sehr, sehr herrlich, was da auch hinter den Kulissen passiert und deswegen umso schöner, dass wir euch heute hier haben. Eine besondere Geschichte von gestohlenen Rädern und nein, vielleicht nicht das, was Sie zu Hause jetzt vermuten, haben wir später auch noch, aber jetzt schauen wir weiter zu den nächsten Rennen. Es sind nämlich nicht nur Etappenrennen in Österreich gefahren worden dieses Jahr, sondern natürlich auch Bundesliga und die besten Bilder der Cycling League Austria, die schauen wir jetzt gemeinsam an. Die Cycling League Austria 2023. Elisa Winzer vom Raiffeisen Radteam Tirol gewinnt bei den Damen und Jaka Primošić von Rinkov Advarix gewinnt bei den Herren. Flo, ganz kurz zu dir. Vielleicht Cycling League dieses Jahr ganz besonders. Vor allem, wir haben auch mit dem Grand Prix Vorarlberg in Enzing ein weiteres UCI-Eintagerennen beziehungsweise wieder eines am Start. Nächstes Jahr sind sogar zwei. Aber auch dieses Jahr für die Liga eine tolle Aufwertung, oder? Auf jeden Fall. Mit dem Grand Prix Vorarlberg sind ohnehin immer sehr viele ausländische Teams in Österreich bei einem Rennen dabei. Und ich glaube, gerade deshalb ist es wichtig, ein weiteres UCI-Rennen zu haben, nächstes Jahr eben mit dem Kirschblütenrennen, um auch hier die Attraktivität unserer Rennen bis ins Ausland hinaus zu transferieren. Wie hast du die Liga erlebt? Es waren ja sehr, sehr spannende Rennen, auch vor allem, ich glaube, beim Grand Prix Vorarlberg, wir haben es vorhin schon ein bisschen hinter den Kulissen besprochen, die Streckenführung, vor allem, dass man auch mehrfach die Durchfahrt hatte, hat der Stimmung gut getan und ich glaube auch die Fahrer und alle Beteiligten haben sehr über diese Streckenführung geschwärmt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man sieht es ja generell bei allen Radligarennen in Österreich, da wird zumeist Rundkursen gefahren, um eben die Rennen zu beleben, um die Fans zu begeistern. Und da ist sicher der Grand Prix Vorarlberg ein Vorzeigerennen, wie man auch Fans begeistern kann für den Radsport. Begeistert hat auch wieder das Team in Grün aus Oberösterreich. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Also Dominik von eurem Team, der Sieger Jaka Primošić, war eine sehr, sehr erfolgreiche Bundesliga 2023. Ja, war extrem erfolgreich. Vor allem der Start war ja fast schon unglaublich. Leonding ist ja jetzt recht knapp an Steyr, also quasi ein Heimrennen auch für uns. Und ja, haben wir noch nie gewonnen. Und ja, war echt ein lässiges Erlebnis. Die Jungs sind super zusammengefahren, taktisch gewaltig gemacht. Zum Schluss hat es der Ricardo Versa gewonnen. Das nächste Bundesliga-Rennen hat dann der Jaka gewonnen und der hat dann bis zum Schluss das Führungstrikot nicht ausgezogen. Ja, und nicht nur ihr wart erfolgreich, sondern Gregor, auch U23-Wertung, du hast ihn vorhin schon gelobt. Alex Hayek hat er gewonnen. Wie du schon gesagt hast, es war ein bisschen ein Kampf, aber ihr seid aus diesen Herausforderungen gewachsen. Hat sicher gut getan, oder? In der Bundesliga als U23-Team zu sagen, so, wir sind's. Ride with Passion, die jungen Wilden aus Tirol. Alex ist eigentlich das ganze Saison sehr brav gefahren, sehr korrekt, vielleicht zu brav und meiner Meinung nach muss er auch in seine Zukunft ein bisschen, in seine Taktik ein bisschen vielleicht mehr Risiko eingehen, um
manchmal uns alle zu überraschen. Und ich denke, da liegt ganz viel vor. Und er hat auch viel vor, wird nächstes Jahr in der World Tour am Start sein. Über das werden wir dann noch sprechen. Und eben, wie gesagt, nächstes Jahr 2 Rennen in der UCI-Kategorie in der heimischen Bundesliga. Ein Rennen, das auch schon fixen Bestandteil in der UCI hat, das ist die Rundfahrt im Bundesland Oberösterreich. Die Oberösterreich-Rundfahrt 2023. Luca Vergalito vom Albezin de Koenig Development Team gewinnt mit 1 Sekunde Vorsprung vor Oscar Cabedo vom Team Vorarlberg. Werner, wie ordnest denn du diesen knappen 2. Platz ein? Ja, schade. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, ein Jahr davor oder 2 Jahre davor gewinnen wir auch mit 1 Sekunde. Mit Alexi Gourin und wenn man jetzt mal die weiteren Ergebnisse von dem Italiener sieht, der hat immer gependelt zwischen World Tour und Development Team. Die World Tour Teams haben halt den Vorteil, wenn sie einen Fahrer im Development oder im Devo Team melden, der kann ab und zu World Tour fahren, der ist dann Top 10 bei der Ö-Tour gewesen oder bei der Tour of Austria, heißt es ja jetzt, von daher. Es war ein würdiger Sieger. Ich hatte ihn von Anfang an auf dem Bildschirm vom Tag 0. Und ja, wenn die Batterie dann im Finale nicht reicht, dann ist es so. Und wie gesagt, da muss man das auch sportlich akzeptieren. Ist zwar schade, aber es ist halt so. Nächstes Jahr nächste Chance für die heimischen Teams. Bei einem Team war es auch ganz, ganz knapp. WSA KTM Graz, Christoph mit Martin Messner, drittplatziert im Gesamtklassement, glaube ich, auch da bei diesen Sekunden ganz, ganz eng dabei. Aber auch hier wieder dieser Martin Messner, bester Österreicher. War ein toller Erfolg für uns, fürs Team und auch für den Martin als Rennfahrer. Ein paar Mal hat er es ja schon probiert und im letzten Jahr war er 9. Und heuer haben wir wirklich alles fokussiert auf diesen letzten Anstieg auf die Hutterer Höhe, die letzten 10 Kilometer der Oberösterreich-Rundfahrt. Und die Streckenführung war heuer wieder extrem schwierig. Also der Paul Reisch und sein Team haben uns wieder alles abgefordert, den Teams und den Rennfahrern. Die Challenge war im Grunde, die besten Bergfahrer am letzten Tag dorthin zu bringen, dass sie ihre Leistung abliefern können. Und da muss ich auf unserer Seite vom Team den Philipp Hofbauer sehr lobend erwähnen, der nach dem Ausfall vom Kapitän Daniel Auer sehr früh in der Saison das Heft in die Hand genommen hat und die Kapitänsrolle übernommen hat und gemeinsam mit dem Martin Messner auch immer die Taktik dann im Rennen umgesetzt hat. Und wie der Werner schon gesagt hat, ohne gute Taktik ist es schwierig, ein Rennen zu gewinnen oder eine gute Platzierung rauszufahren, aber treten müssen immer noch die Fahrer. Da hilft der beste sportliche Leiter nichts, wenn die Jungs das nicht auf die Strecke bringen. Und in dem Fall ist es für uns sehr gut ausgegangen. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, angeteasert, gestohlene Räder. Diese Geschichte, die ich da gemeint habe, die gehört zu euch, Christoph, weil wenn wir ein bisschen hinter die Kulissen auch blicken, euer Tag ist ja nichts mit Fahrt über die Ziellinie zu Ende. Da gibt es viel zu tun für die Mechaniker in den Teambussen, Taktikbesprechung. Aber manchmal kann bei einer Rundfahrt oder bei einem Rennen auch der nächste Morgen stressig sein, weil du bist mit dem Anruf geweckt worden, die Räder sind gestohlen, und damit waren aber nicht eure KTM-Bikes gemeint. Ja, es war ein sehr skurriles Ereignis. Wir sind am 31. März nach Tschechien gefahren zu einem Eintagesrennen und in der Früh ruft mich der Mechaniker an, die Räder sind weg. Sage ich, gibt's nicht, weil die meisten stehen bei mir im Zimmer, ein paar sind im Bus. Sage ich, nein, die Räder vom Auto, auf dem das Auto rollt.
sage ich, ja, schau auf die Uhr, sage ich, 1. April, okay, gute Idee gewesen, aufgelegt. 30 Sekunden später ruft er wieder an und sagt, nein, das ist mir ernst, die Räder vom Auto sind weg. Unser Audi ist aufgebockt und steht auf Ziegel und Holzstämmen. Und dann ein Blick aus dem Fenster hat mir gezeigt, okay, das stimmt wirklich. Dann habe ich unseren Händler in Graz angerufen und gesagt, was soll man machen? Hat er gesagt, ja, er probiert beim Autohaus in Budweis, Porsche Budweis, Räder zu organisieren. Unsere Räder waren sehr ausgefallen mit 19 Zoll, 255, 35, keine Ahnung, und nicht in Tschechien zu bekommen, wenn die nicht gerade an diesem Wochenende eine Felgen- und Reifenausstellung in Budweis gehabt hätten. Und genau den Satz vorrätig, die haben sie in den VW-Bus reingeschmissen, zu uns gebracht und wir haben eine Stunde vorm Rennen tatsächlich die Räder wieder am Auto gehabt. Also die, die unterm Auto sind. Die Originalen sind nie wieder aufgetaucht. Die sind nie wieder aufgetaucht, waren aber gute Räder. Also der das hat, der hat sicher keinen schlechten Fang. Schön, weiß nicht, mit was man mehr Freude hat, aber ich glaube, eure Rennräder, also die Bikes, die habt ihr fürsorglich weggeräumt vom Auto. Die waren an dem Tag gut gesichert. Auch uns wurden sie schon einmal gestohlen. Also ich wünsche niemandem das Erlebnis, wenn in der Früh die Bustüren aufmacht und der Bus ist leer. Viele von uns haben es leider schon erleben müssen. Aber in dem Fall, dass keine Räder am Auto sind, das war einmalig und seitdem sind alle unsere Teamautos mit Sicherheitsmuttern ausgestattet. Wunderbar, also aus den Fehlern gelernt. Ich glaube, solche Geschichten hat da jeder noch zu Genüge auf Lager. Da könnte man lange, lange, lange drüber sprechen. Vieles Interessantes, vielleicht machen wir da mal eine eigene Sendung. Aber jetzt müssen wir natürlich ein bisschen auf die Zeit schauen und somit auch auf die kommende Saison 2024. Denn da ist eines dieser 5 Teams nämlich sogar mit neuem Hauptsponsor und unter neuem Namen unterwegs. Alles zur Saison 2024 gibt's gleich hier bei uns nach einer kurzen Werbepause. Wirklich sehr, sehr spannende Gäste heute bei uns im Talk, nämlich die 5 österreichischen Teams im internationalen Radsport. Und damit herzlich willkommen zurück zur letzten Runde der heutigen Ausgabe von Windschatten, dem Magazin der Tour of Austria, live aus der Medienhalle in Hall. Wir schauen jetzt auf die Saison 2024 und da haben wir insgesamt 14 UCI-Renntage, wenn wir die Junioren dazu zählen, bei uns in Österreich. Und das ist für unser Bundesland, das jetzt überschaubar ist von der Größe, eine richtig, richtig tolle Anzahl. Wir haben natürlich die Oberösterreich-Rundfahrt und allen voran die Tour of Austria als die großen Rundfahrten und dann eben mit dem Grand Prix Vorarlberg und nächstes Jahr auch mit dem Rennen in Wels 2 Eintagesrennen auch in der UCI-Wertung. Und Florian König ist noch immer bei uns zu Gast, Generalsekretär des österreichischen Radsportverbandes. Nächstes Jahr gibt es aber auch wieder eine Rundfahrt bei den Damen. Sehr, sehr schöne Geschichte. Niederösterreich-Rundfahrt ist nach ein paar Jahren Pause wieder angesagt. Wie es du bereits erwähnt hast, also nach einjähriger Abwesenheit haben wir uns dazu entschlossen, auch die Damenrundfahrt wieder durchzuführen.
wird nächstes Jahr Ende Mai, Anfang Juni stattfinden, geht über 4 Tage, 5 Etappen und ja, werden wir einiges bieten können. Das Schöne an dieser Frauenrundfahrt ist auch, dass wir nebenbei parallel eine Kids-Tour fahren, das heißt mit U15 Burschen und U17 Mädchen wird es eine Parallelveranstaltung geben, über 3 Tage und da hatten wir bereits in den Jahren 21 und 22 einen großen Zuspruch aus dem Ausland. Etappen wirst du wahrscheinlich noch nicht allzu viel verraten können. Niederösterreich ist ein großes Bundesland. Wo fahren wir überall hin? Es wird keine große Überraschung sein. Also wir bewegen uns im Großraum St. Pölten, Mostviertel und es wird eine sehr bergige Schlussetappe sein. Also wir freuen uns ganz besonders, nächstes Jahr eben auch wieder eine Rundfahrt für die Damen zu haben. Und Damen ist auch schon das richtige Stichwort für unsere nächste Sendung von Windschatten, denn da dreht sich nämlich alles um Frauenpower im Radsport. Nicht nur auf der Straße, sondern generell. Da werden wir sehr, sehr starke Damen aus dem österreichischen Radsport bei uns begrüßen. Also das alles in der nächsten Ausgabe von Windschatten. Freuen wir uns ganz besonders drauf und freuen tun wir uns, wie wir da sitzen, auch auf die Saison 2024. Da gibt es ja einiges Neues. Fangen wir, Gregor, vielleicht bei dir an. Sprechen wir zu Beginn über die Personalien, weil der Name heute schon so oft gefallen ist. Alex Hayek wird nächstes Jahr nicht mehr bei euch sein, also wahrscheinlich ein lachendes und ein weinendes Auge. Er ist nämlich dann unter Bora Hansgrohe in der World Tour unterwegs. Ja, genau. Sie ist einer von den stärksten Fahrern, die wir verloren haben. Aber das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und ich hoffe, da wird noch mehrere in der nächsten Saison geben, die den Sprung schaffen. Also Alex, alles, alles Gute auf diesem Weg in der World Tour. Wir freuen uns ganz, ganz viel von dir auch zu hören. Gregor, jetzt nächstes Jahr, wir haben es vorhin angesprochen, dieses Jahr unerfahren, wieder ein Jahr weiter. Du hast es schon gesagt, Tour of Austria, großes Ziel und ich nehme an, auch wahrscheinlich wieder in der internationalen Szene nicht nur ganz knapp Zweiter, sondern auch wieder ganz, ganz oben stehen. Ein großes Ziel für 2024. Stimmt. Natürlich die heimische Bühne ganz, ganz wichtig für Tirol KTM, aber ja, auch die internationale U23-Rennen stehen immer vorne im Plan. Da ist sehr wichtig, dass die Jungs sich gut präsentieren und für die Verträge kämpfen. Wunderbar. Für Verträge kämpfen haben die Jungs im Team Vorarlberg, glaube ich, nicht wirklich, oder? Also das Gerüst ist relativ ähnlich geblieben bei euren Fahrern, Werner, oder wie schaut es aus bei euren Personalien? Doch, also wir dürfen uns dieses Jahr glücklich schätzen, dass der Stamm im Grunde genommen behalten bleibt. Leider verlässt uns der Spanier Oscar Sabedo wieder. Verständlicherweise muss ich jetzt mal sagen, der hat ein Angebot nach der Portugal-Rundfahrt bekommen von einer portugiesischen Mannschaft. 3 Stunden von seinem Heimatort. Muss man akzeptieren, aber menschlich und sportlich wird er uns fehlen. Absolut, aber das ist halt der Nachteil, wenn man vor allem nahe an der Heimat so gute Rennen fährt. Ohne Frage. Also. Highlight für euch, für dich 2024? Tour, Vorarlberg Grand Prix oder steht da was anderes noch weiter oben? Na, ich denke ähnlich wie dieses Jahr. Unser Programm wird ähnlich aussehen. Wir basteln gerade noch am Programm für Februar, was noch nicht ganz fix ist, aber wir werden wieder mit Rodos starten, die 3 Wochen. Es hat uns in den letzten Jahren gut getan, sehr stressfrei dort und wir gehen dann in Richtung erste Bundesliga-Rennen, Grand Prix Nenzing in Vorarlberg. Oberösterreich-Rundfahrt, Tour of Austria, sehr wahrscheinlich dann Portugal-Rundfahrt und dann schauen wir mal, was der Herbst noch bringt. Ich sind gerade bei der Planung, aber aufgrund der Olympischen Spiele sind auch einige Radrennen oder einige Rundfahrten, die sich überschneiden dieses Jahr und da muss man halt versuchen, eine vernünftige Auswahl zu finden und für uns als Conti-Teams ist es ja auch manchmal gar nicht so einfach, zu den entsprechenden Rundfahrten, wo man gerne hin möchte, überhaupt hinzukommen. Okay, alles klar. Also da ist dann noch ein bisschen was offen. Sind wir gespannt. Alles Gute schon einmal. Christoph, du hast es angesprochen, WSA KTM Graz. Schaut es ganz, ganz weit vorne wieder auf die Tour of Austria. Ist es für dich so das Highlight kommendes Jahr oder gibt es da ein paar, wo du sagst,
das ist relativ ähnlich einzuordnen, auch wie es der Werner schon gesagt hat, in einer Olympiasaison. Ja, grundsätzlich decken sich wahrscheinlich die Erwartungen bei unseren 5 Conti-Teams in Österreich. Bei uns gibt es vielleicht das eine oder andere Spezifikum, weil wir mit dem Maximilian Schmidbauer einen Doppel-Europameister auf der Bahn in unseren Reihen haben, der auch im Oktober 5-facher Staatsmeister auf der Bahn war und sicher realistische Chancen hat, auch in Paris bei Olympia mit dabei zu sein. Dann haben wir den Franz Josef Lesser bei uns im Team nächstes Jahr neu dazu, der Vize-Weltmeister und Europameister auf der Bahn ist im Paracycling und auch schon Europameister auf der Straße war und hat sicher auch sehr gute Chancen, dass er bei den Paralympics mit dabei ist. Und der eine oder andere von den Jungen in der U23-Garde, wenn er eine gute Saison hinlegt, ist es sicher auch nicht unmöglich, ein Ticket zu lösen. Und jung ist auch schon das richtige Stichwort für eure Personalien generell. Ihr seid, glaube ich, weiter dabei, euer Team zu verjüngen. Ja, das Ziel ist, die Jahre an Alter, die ich dazu gewinne, jedes Jahr zu kompensieren mit jungen Fahrern. Also wir haben 3 Erstjährige von unseren 3 steirischen Nachwuchsteams mit dabei nächstes Jahr, haben aufgestockt auf 12 Fahrer, dass uns die Misere mit 6 Fahrern bei der Ö-Tour vielleicht nicht noch einmal passiert. Und ja, das Wichtigste für uns bei WSA KTM Graz ist, ein Sprungbrett zu sein für eine internationale Radsportkarriere. Und das versuchen wir mit viel Spaß, aber auch der notwendigen Ernsthaftigkeit zu betreiben. Und unser Slogan intern ist seit vielen Jahren, Teamwork makes dreams work. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Und ich glaube, da bist du der perfekte Mann, der diesen Weg vorne weg gibt. Sehr, sehr gut. Aber wenn du sagst, den Sprung zu schaffen, einer hat den Sprung gemacht und da schielst jetzt vielleicht ein bisschen rüber zu deinem Sitznachbarn. Einer wird nämlich nächstes Jahr nicht mehr für euch, sondern für Rinko fahren, wenn ich mich nicht täusche, oder? Maximilian Kabas. Max Kabas. Tut ein bisschen weh, wenn man ihn da vielleicht an den Dominik, wenn er neben dir sitzt, verliert, oder? Ja, der Max ist ein super Bursche, war im Grunde in seiner Nachwuchszeit in Birkfeld bei Freezes Bikery und ist dann bei uns in der Steiermark geblieben, hat im Grunde seine U23-Karriere bei uns durchlaufen, ist jetzt aus der U23 rausgesprungen und wir unterstützen auch immer, dass die Jungs dann einmal einen Tapetenwechsel bekommen und andere Sachen sehen. Und viele sind wieder zurückgekommen, schauen wir, ob es für Max auch so ist. Man sieht sich immer zweimal und ihr seht euch ja dann auch bei den verschiedenen Rennen. Und Dominik Rinkhoff bei euch eben, Max Kabas, ein weiterer sehr, sehr starker Bergfahrer, dieses Jahr ja österreichischer Meister geworden. Also da habt ihr auch ein ganz, ganz heißes Eisen wieder in eurer doch mit einigen bergstarken Fahrern Mannschaft verstärkt. Ja, der Max ist ein ganz interessanter Fahrer. Und hab den eigentlich schon länger am Schirm gehabt, hätte ihn immer wieder mal gern verpflichtet gehabt, weil er glaubt, dass ihm Grün-Blau recht gut steht. Und ja, er ist bergstark, kann aber auch ein wenig sprinten und war einfach die Nähe zu unserem Team, also Burgstall ist jetzt nicht weit weg, hat sich einfach angeboten und ja, freue mich drauf und ja, ich glaube, dass das eine ganz gute Saison für ihn werden könnte. Gute Saison, bergstark vor allem, jetzt haben wir vorhin schon gesprochen, Jonas Rapp, Glocknerkönig, aber ganz knapp dann Zweiter in der Bergwertung bei der Tour of Austria. Wird es der nächstes Jahr noch einmal in Angriff nehmen? Zuerst müssen wir uns mal die Strecke anschauen, aber natürlich, der Jonas ist ein bergstarker Fahrer, hat gerade zum Schluss noch bei der Kroatien-Rundfahrt das Bergtrikot gewonnen, also ja, kann das. Und vielleicht, wenn es die Streckenführung zulässt, die Rennsituationen, kann ich mir schon vorstellen, dass das der Jonas noch mit in Angriff nimmt und vielleicht auch schafft. Und eine Sache, glaube ich, hast du mir im Vorfeld schon verraten, vor allem bei euch zu Hause, Oberösterreich-Rundfahrt steht nächstes Jahr auch mit einem großen Ausrufezeichen bei euch dabei, da richtig stark zu performen in der Heimat, oder? Genau, das ist eigentlich seit dem Bestehen, uns ist die Radliga wichtig, uns ist ganz wichtig die Oberösterreich-Rundfahrt natürlich und vor 2022 haben wir die Rundfahrt mit Rainer Kepplinger gewonnen und das war wieder das Ziel für 2024. Alles klar. Und die größte Änderung, die gibt es wahrscheinlich beim anderen oberösterreichischen Team. Die werden wir alle nämlich sofort sehen ab 2024. Ruppi, ihr habt einen neuen Hauptsponsor und somit ab 2024 auch einen neuen Teamnamen. Ja, ist richtig. Ab 2024 werden wir unter dem Namen Team Feld-Felbermeier an den Start gehen. Der Herr Pierer hat
mit seiner Firma Pyram New Mobility Group die amerikanische Radmarke Felt gekauft. Und die wird nächstes Jahr auf unserem Trikot quasi den Hauptsponsor symbolisieren, beziehungsweise werden wir natürlich auch mit den Rädern von Felt am Start stehen. Ihr habt auch generell neue Ausstatter, einige neue Sponsoren. Erzähl mal darüber ein bisschen was. Also ich glaube, du seid vor allem auch auf sehr heimische Zusammenarbeit gegangen, oder? Ja, absolut. Also immer einen neuen Sponsor haben wir jetzt mit Rudy Project, also Hellmann Brillenpartner oder Nutrition als Ernährungspartner. Wobei, sage ich mal, die regionalen, traditionellen Partner, wie jetzt zum Beispiel Löffler oder natürlich Felbermayr, viele andere natürlich, die schon lange im Team sind, werden auch weiterhin im Team sein. Ich finde das auch eine ganz schöne Sache, das glaube ich auch ein bisschen den Charakter vom Team auszeichnet, dass man da einfach auf Regionalität setzt, sagen wir mal, und da viel Tradition dabei ist und auch viel Engagement, glaube ich, von den Partnern, dass sie da weiterhin dem Team treu sind. Und das glaube ich ist auch ganz wichtig, weil ja in der Zukunft ja, ist, sage ich mal, gutes Budget notwendig, um gewisse Erfolge feiern zu können. Gutes Budget notwendig. Du spielst darauf an, dass ihr bis, ich glaube, 2025, nämlich auch mit dem neuen Sponsor, neuen Partner, ein Pro-Continental-Team werden wollt, oder? Ja, ich sage einmal, es ist, der Plan wurde ja so medial auch schon erwähnt, kommuniziert. So arbeiten wir. Ob das möglich ist, werden wir sehen. Wir haben nächstes Jahr 16 Fahrer im Team, was, sage ich mal, auf County-Ebene doch eher viel ist. Das waren letztes Jahr, haben wir 10 Fahrer, sage ich mal, im Team gehabt. Das sind jetzt fast 100% mehr. Wir rüsten auf allen Seiten auf, also ein größeres Team. Auch der Staff, zweimal quasi zwei sportliche Leiter, zwei Mechaniker, Physios etc. etc. Das ganze Konstrukt wächst extrem und da arbeitet, sagt einmal, unser Management mit Daniel Repitz als Geschäftsführer, Resch Paul als Gesellschafter, Benesch Harald als Gesellschafter wirklich hervorragend, dass das Ganze möglich ist. Und eben, wie gesagt, mit der Pyram New Mobility Group bzw. Felt haben wir da jetzt wirklich einen starken Partner an der Seite. Das heißt, pro Conti-Team, dann würden wir wieder ein österreichisches Team in der World Tour sehen? Ja, sage ich mal, in der zweiten Liga. World Tour ist ja quasi wiederum die Liga darüber. Wie gesagt, wir wollen das Projekt angehen, aber es ist jetzt nicht so, dass nur weil es wir wollen, funktioniert, sondern da spielen natürlich schon viele Faktoren mit hinein, aber sage ich mal, mit Beginn der Saison, beziehungsweise eigentlich schon im Laufe der Saison, haben wir gesagt, da wollen wir hinarbeiten. Das ist unser Ziel und jetzt machen wir es dafür. Viele Faktoren notwendig. Einen Faktor, den du schon angesprochen hast, das sind starke österreichische Fahrer, auf die ihr vermehrt setzt. Jetzt gehen ja so in der österreichischen Radsportwelt ein bisschen so Gerüchte um, wen ihr alle verpflichten wollt. Was kannst du uns denn darüber erzählen heute? Oder habt ihr schon Namen von einigen großen Fahrern, die vielleicht in der kommenden Saison für euch fahren? Soll ich wechseln? Ja, zwei große Namen haben wir ja schon kommuniziert. Das ist einmal der Julian Böchacker, sehr guter Mountainbiker. Dominik Hödelmoser, auch sehr guter Mountainbiker, Junior. Aber nicht mit dir verwandt? Nicht mit mir verwandt, nur Namensvetter. Und ja, somit sind wir, glaube ich, momentan bei 10 Fahrern, die kommuniziert wurden. Und die nächsten folgen in den nächsten Wochen. Okay, also wir werden es erfahren. Der Versuch ist leider nicht geglückt, aber das werden wir dann schon rechtzeitig erfahren. Alles Gute. Schon einmal, apropos erfahren, vielleicht noch einmal der Blick zu unserem Tourdirektor Thomas Pupp. Wenn wir jetzt auf die Tour of Austria 2024 schauen, da wissen wir ja auch noch nicht allzu viel. Kannst du uns schon ein bisschen verraten, vielleicht heute in dieser Runde, wo es denn 2024 vielleicht hingeht mit den Etappen? Das hängt ganz stark davon ab, wie sich das neu formierte Felbermayr-Team formieren wird. Weil jeder will einen österreichischen Tour of Austria Rundfahrtsieger. Und es sind ja so viele Namen im Gespräch, die jetzt von einer großen Profikarriere zurückkehren nach Österreich. Jetzt werden wir mal schauen, also wo ein Herr Bernsteiner landet, wo ein Herr Schönberger landet, wo ein Herr Böstelberger landet, und dann hätte man ja die Möglichkeit, wenn die bei österreichischen Teams fahren, da rundherum eine Rundfahrt zu bauen. So wie es damals die Tour de Suisse mit dem Fabian Cancellara gemacht hat. Die wollten einen Schweizer Rundfahrtsieger haben und haben gesagt, okay, wie könnte der Fabian Cancellara die Tour de Suisse gewinnen? So werden wir das nächste machen. Na, was ich verraten kann, den Christoph Resel
als Mitorganisator der Rundfahrt. Es wird die Steiermark vorkommen. Schaut sehr gut aus, dass Schladming ein Etappenort sein wird. Es schaut gut aus, dass wir in das östlichste Bundesland kommen werden, nach Burgenland. Schaut gut aus. Es schaut gut aus, dass wir wieder in Oberösterreich sind. Es schaut gut aus, dass wir in Niederösterreich sind. Rinkhoff hat die Chance, den Glocknerkönig erneut in Angriff zu nehmen. Wir werden über den Glockner fahren, in das wunderbare Osttirol. Und es gibt da in Tirol einen mythischen Anstieg, den versuchen wir als großes Finale wieder einzubauen. Und Salzburg ist auch dabei. Also wir sind schon relativ weit und wollen das sportlich angehen. Vielleicht wissen wir rund um Weihnachten dann mehr, wo wir unterwegs sind. Aber nur mal spannend was. Wir richten eigentlich alle unsere Blicke nach Wels. Also, Tom, ich glaube, ja. Auch zu zweit schaffen wir es nicht, da dem Rupi irgendwas zu entlocken. Aber danke dir auf alle Fälle für die Einblicke. Ganz kurz für alle Nicht-Tiroler. Wir zwei wissen, glaube ich, was gemeint ist, dieser mystische Anstieg im Unterland. Du meinst das Horn, oder? Hinterhornalm. Okay. Ah nein, das ist noch. Ja, sowas. Kitzbühel. Okay, wunderbar. Also, alle Informationen zur Tour of Austria gibt es dann natürlich auch die Präsentation der Etappen hier bei uns im Windschatten-Magazin und alle Infos jederzeit für Sie zu Hause und für alle Radsportfans natürlich auf den Social-Media-Kanälen der Tour of Austria. Einfach Instagram, Facebook, Tour of Austria, Österreich, Rundfahrt. Vielen Dank, Tom. Zum Abschluss dieser Runde habe ich noch ein bisschen was vorbereitet für euch, meine Herren. Und zwar die letzte Frage, die habt ihr quasi selber in der Hand. 5 Kärtchen für die 5 Gäste bei uns auf dem Publikum und die könnt ihr euch jetzt ziehen, bevor wir dann diese heutige Sendung beenden. Jeder eine Frage, ich hoffe, ihr könnt die Schrift lesen. Ist das ein Essen mit der ganzen Familie, wie früher bei Rudi Carell oder was? Für dich bleibt leider nur mal einer übrig, Werner. Wer mag denn anfangen? Wer grinst? Der Christoph grinst so. Fangen wir drüber an. Christoph Ressel, WSA KTM Graz. Bitte laut vorlesen. Also meine Frage, die mir gestellt wird, ist ja, schwierig zu beantworten, aber ich versuche es. Darum ist mein Team 2024 stärker als die Teams neben mir. Das ist ganz einfach, wir werden KTM E-Bikes verwenden nächstes Jahr. Aber das ist ganz geheim, bitte nicht weiter sagen. Okay, Live-Sendung ist schon vorbei, das okay. Schneiden wir dann natürlich raus für On Demand zum Schauen. Dominik, deine Abschlussfrage. Diesen Fahrer hätte ich gerne in meinem Team. Das kann jeder sein. Ein Fahrer, der nicht mehr aktiv ist von der World Tour aus den heimischen Teams, ganz egal. Maximilian Gabas. Den habe ich ja schon. Also ich hoffe, das haben jetzt alle gehört. Christoph Resen hat Max Gabas gesagt. Hat verkauft, ja. Sagan. Ja, wieso nicht? Peter Sagan habe ich immer lustig gefunden. Den hätte ich gern bei mir im Team. Sprinter. Es geht uns vielleicht noch ein bisschen ab. Also, wieso nicht? Wunderbar, Peter Sagan, sehr toller Name. Rupi, was steht denn auf deiner Karte? Ja, bei mir steht eine Frage drauf, über die ich fast stundenlang philosophieren könnte. Und da steht quasi drauf, diesen Tipp würde ich meinem jüngeren Ich im Profi-Radsport heute geben. Hör auf zum Radlfahren. Nein, ganz und gar nicht. Also betreib Radsport so lange wie möglich, solange es quasi Spaß macht. Aber ich glaube, ein Tipp, den mir geben würde, meinem jüngeren Ich, wäre, also cool bleiben, Konzentration auf sich selbst, aber Konzentration, sage ich mal, auf die Mannschaft schauen, dass man da in ein gutes Gefüge kommt. Aber wie gesagt, Konzentration auf sich selbst und versuchen, Fokus auf den Radsport und das einfach so lange wie möglich betreiben, solange es möglich ist. Okay, also ich merke schon, du könntest wirklich lange darüber reden. Wenn man wirklich schwer, die Frage schnell und prägnant zu beantworten. Wunderbar, danke Rupi. Gregor, was ist deine Abschlussfrage? Ja, dieser Radsportmoment bleibt mir für immer in Erinnerung. Also ja, meine Erinnerung ist zusammengestellt mit Radsportmoment eigentlich. Ich bin schon 30 Jahre in Radsport und natürlich persönlich wahrscheinlich war ganz viele. Mein erster Sieg, Gesamtsieg bei Qinghai Lake. Größte Rennen, die ich gefahren bin, Paris-Roubaix oder sowas. Und natürlich jetzt als sportlicher Leiter auch ganz, ganz viel Leidenschaft dabei bei jedem Erfolg. Vielleicht momentan Europameistertitel von Felix Engelhardt.
Okay, also Gregor Gazzwoda träumt jede Nacht vom Peloton. Genau. Wunderbar. Werner, last but not least, deine Abschlussfrage von unserer heutigen Sendung. Diese Schlagzeile soll Ende 2024 über mein Team geschrieben werden. Ja, über 2023 hat jeder schon seine Schlagzeile genannt. Was wünschst du dir, was nächstes Jahr an dieser Stelle sein wird? Wir sind nicht nur im Windschatten gefahren, sondern haben unsere Erwartungen übertroffen. Wunderbar, dann alles, alles Gute für dieses Vorhaben. Vielen Dank an dieser Stelle. Danke auch an Thomas Rupp, Florian König und an alle Gäste hier bei uns in der Medienhalle Hall. Für euch geht es ja schon bald los. Ruppi, ich glaube, ihr fahrt am Samstag schon Trainingslager nach Kroatien und dann eben in Kroatien geht nächstes Jahr die Saison los. Wir wünschen euch allen fünf Teams alles, alles Gute. Vielen Dank fürs Kommen. Werner Salmen, Gregor Gazzwoda, Ruppi Hödelmoser, Dominik Rinkhoff und Christoph Resl. Herzlichen Dank. Und bei uns geht's, wie gesagt, das nächste Mal weiter im Windschatten, dem Magazin der Tour of Austria, mit geballter Frauenkraft, mit Frauenpower im österreichischen Radsport. Für alle, die heute zu spät eingeschaltet haben, auch auf K19 in der Mediathek On Demand die Sendung gerne zum Nachsehen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, alle Infos wie immer bei K19 und auf den Social Media Seiten der Tour of Austria. Wiederschauen und schönen Abend.